Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Yeah! Und wir sind wieder beim NES dran auf jeden Fall. Und dieses war wieder ein Wunsch und zwar von meinem guten Kollegen Retro Joe spielt. Wie immer, den Kanal habe ich natürlich unten verlinkt. Wie ihr wisst, mache ich mal öfter mit ihm Sachen. Und als ich letztes Mal einen Knight Rider quält sich gehabt habe, meinte er, hey, guckt hier mal Airwolf an. Das ist nämlich auch nicht wirklich gut. Ja, und dann würde ich sagen, gucken wir mal rein. Ich muss allerdings sagen, Airwolf habe ich damals eigentlich gar nicht so wirklich verfolgt. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich muss mal kurz die Lautstärke höher stellen, merke ich gerade. Also für mich, nicht für euch. Dass ich auch was von einer tollen Musik höre. Ja, ich habe eigentlich mal Knight Rider geguckt. Aber Airwolf, wenn ich das so richtig im Hinterkopf habe, war ja quasi Knight Rider nur mit einem Helikopter. Also im Prinzip schon geiler. Aber wie gesagt, ich kann euch da jetzt keine tiefer gehenden Analysen zur Serie bekommen. Hat allerdings, soweit ich das im Kopf habe, auch nicht so diesen legendären Ruf wie Knight Rider. Also wird wahrscheinlich der Kit und der David Hasselhoff ein bisschen cooler sein, würde ich sagen. Aber ich würde sagen, wir schauen einfach mal in das Spiel rein. Wäre Knight Rider ja eher so eine Autofahrsimulation war, logischerweise, ich sehe hier gerade schon bei dem Demo, das ist anscheinend ein Hubschrauber. Flugsimulation ist. So ein bisschen wie Top Gun sieht es aus. Und Top Gun auf den Game Boy habe ich so etwas schlechte Erinnerungen, muss ich sagen. Aber ich würde sagen, genug rumgeschnackt. Lass uns mal einfach reinschauen. Vorweg, wenn ihr auch Spielewünsche habt, einfach die Kommentare rein. Nicht wundern, ich arbeite die nicht nach der Reihe nach ab. Die landen bei mir alle auf einer Liste. Und wenn ich mal so ein bisschen was zum Aufnehmen Bock habe, dann gucke ich mir die Liste durch. Worauf hast du gerade Bock? Das heißt, ich arbeite das jetzt nicht sklavisch weg. Das heißt, nicht wundern, wenn vielleicht ein früherer Wunsch dann etwas früher dran kommt, als die, die schon etwas länger warten. Das meine ich nach Lust und Laune, weil es macht keinen Sinn, wenn ich einfach keinen Bock auf das Spiel habe und mich da jetzt zu zwinge. Okay, das sind jetzt alles nicht so gute Spiele, aber hey. Aber gut, ich glaube, wir sind schon dabei. Ups, genug gelabert. Boah, sind das viele Gegner. Okay, unten haben wir so eine Karte. Okay. Das sind wahrscheinlich so die Punkte of Interest da, so sage ich mal. Was ist das denn hier? Okay. Wind. Ach, ich muss ja Leute retten oder irgendwie sowas. Kann das sein? Dass ich zu diesen Punkten fliege und dann anscheinend irgendwie landen muss? Oder reparieren? Okay, ich flieg mal, versuch mal zu der Person zu fliegen. Auf jeden Fall, die Steuerung ist natürlich so ein bisschen behäbig. Erinnert mich wirklich stark an Top Gun, muss ich sagen. Boah, das Wenden hier ist seltsam. Okay, die Grafik, gut, will ich jetzt nichts sagen. So. Wieso habe ich denn Critical Damage stand da gerade? Ich werde doch gar nicht... Hä? Ich wurde doch gar nicht getroffen! Jetzt muss ich mir auch vor Schreck das Mikrofon hier näher ziehen. Die haben mich doch gar nicht getroffen! Zack, zack, zack. Okay, so Verfolgerraketen haben wir auch. Bestimmt nur... Ey, das ist voll kacke, dass man sich auf dieser Karte da unten manövrieren muss. Wie man den ganzen Gegnern hier ausweicht. Okay, diese Punkte scheinen so Raketen zu sein. Ja, wie fliege ich denn jetzt vorwärts? Ja, hier, flieg da mal hin, Junge. Wenn man die Karte guckt, dann bin ich jetzt ja gerade so auf dem Punkt. Hier, warte. So. Wie fliege ich denn jetzt vorwärts? Der Speed will ich. Bitte. Wieso stehe ich jetzt in der Luft? Warte, Select geht nicht. Start. Start, mache ich mich kaputt oder war das jetzt Zufall? Ha! Also, es gehört auf jeden Fall nicht zu dem leichten Spielen. Drücken wir es mal vorsichtig so aus. Aber ich habe immer 38 Sachen zerstört. Also ich muss sagen, wenn das jetzt irgendein Krieg wäre, in 5 Minuten 38 gegnerische Flugzeuge abzuschießen, wäre schon respektabel, würde ich sagen. Hm. Ich versuche es nochmal. Ich nehme an, ich muss diese Person da retten. Das heißt, ich muss auf der Karte dahin fliegen, wo diese kleine Person ist und dieses Minispiel oder was das sein soll, erledigen. Ach, hier haben wir sogar eine Übersicht. Ja, genau, da ist das X, da muss ich hin. Okay. Aber die Karte ist verdammt klein, ne? Wenn man das so sieht, die bin ich ja super schnell überflogen. Okay, wahrscheinlich hier. So, so.
So, warte, so. So. Okay. Okay, das Wind. Was? Ey, das ging jetzt gerade voll schnell. Ohne Witz. Also, ich bin unfähig. Ja, klar. Ach, wie ist denn der Wendekreis hier? Ey, komm! Nach links! Die Steuerung ist voll träge. Okay, gut. Keine Ahnung, wie sich ein richtiger Hubschrauber steuert. Ob das normal ist? So. So, Wind. Ich darf nicht so schnell nach unten. Okay. Jetzt habe ich die Person gerettet. Mal gucken, ob das jetzt ausreichend war. Okay. Dann muss ich vielleicht jetzt so... Ach, oder muss ich hier alle Points of Interest quasi... Also ich nenne es einfach mal Points of Interest. Und über dieses komische Minispiel. Also, der senkt sich automatisch. Man muss dann immer gegenhalten auf jeden Fall. Und anscheinend auf den Wind achten wegen links und rechts. Das ging jetzt einigermaßen. Also, wie viele Flugzeuge sind denn hier? Und man erkennt ja gar nicht, ob die schießen oder nicht, außer hier diese Raketen-Ollis. Ollis? Ich nenne es mal Ollis. Die Ollis. Critical Damage wieder. So, was fliege ich hier mal, das ist ein Flugfeld oder was das sein soll. Aber wie viele Gegner hier sind, ne? Das ist doch anormal. Approaching Airfield, ja, da möchte ich hin. Ach, man muss erst abschießen. Das ist das gegnerische Flugfeld. Hä? Das habe ich doch alles. Und jetzt? Hä? Aber diese Karte ist sauklein und schon wieder tot. Ich bin verwirrt. Okay, über die Karte hinaus kann man eindeutig nicht fliegen. Oder vielleicht doch. Ach so, und dann muss ich aus der Karte rausfliegen, egal wohin anscheinend. Ha. Okay, Sound ist so, ne? Also spielt sich sehr komisch. Also, es ist irgendwie so, dass es viel zu viele Gegner gibt, aber... Es scheint sehr schwer zu sein, was ja aber für Spiele der Zeit durchaus üblich ist. Aber ich, zumindest gefühlt war es das Knight Rider-Spiel etwas schlimmer. Also sau schwer, das auf jeden Fall. Okay, jetzt haben wir da wieder eine andere Karte. Scheint sehr eintönig zu sein, aber wie gesagt, hey, Abwechslung bei einem NES-Spiel will ich jetzt auch nicht so übermäßig erwarten. Grafiktechnisch geht das eigentlich einigermaßen in Ordnung, würde ich sagen. Oh, Nacht. Ich frage mich halt nur, warum das halt so sau viele Gegner sind. Okay, wieder hier. Dass ich denn nach oben gehen? Dieses Landen da, was soll denn das für ein Scheiß? Ich hab gegengesteuert. Echt? Hat jemand von euch mal Hubschrauber geflogen? Ist das wirklich so, dass das... Pupp? Ich glaub doch nicht, oder? Ja, komm. Ich hab kein Continue. Ha! Wie soll man das denn schaffen? Okay, ich versuche die erste Mission noch einmal. Ob wir das vielleicht etwas optimierter erledigen. Aber man wird ja so mit Gegnern zugespammt. Wie soll man das denn vernünftig machen, ohne getroffen zu werden? Vor allen Dingen, man sieht ja auch gar nicht, ob man getroffen wird, ne? So, hier Airfield. Bum, 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 bum. Keine Ahnung, was ich hier kaputt schießen muss. Wieder dieselbe Animation. Starten welche? Muss ich jetzt irgendwie verhindern? Oder? Ja, das Radar hat mich erfasst. Ich weiß. So, gegensteuern. So, so, so. Ey, wie soll ich denn... Wie soll ich denn da so schnell abstürzen? Und wieso kann ich denn... Oh, ich bin doch jetzt direkt da drüber geflogen. Oh. Nee. So, hier wieder. Also dieses Landen ist schrecklich. Wie soll man das vernünftig hinkriegen? So. Vor allem, man sieht auch gar nicht, wo genau der Boden ist. Welche Linie man jetzt genau irgendwie treffen muss. Okay, nochmal die Person retten. Piu, 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 piu. Da. Immer dieselben Flugzeuge. Ich weiß übrigens immer noch nicht, wie man seine Geschwindigkeit verändern kann. Aber gut. Solche Probleme würde dann wahrscheinlich mal die Anleitung irgendwie herausfiltern können. So, Person gerettet. Jetzt wegfliegen. Aber wir wieder zwei Leben verloren. Und ich würde mal behaupten, ich habe mich jetzt gar nicht so doof angestellt.
Das ist ja wie diese Landesequenz bei Top Gun, ne? Diese, wo man auf den Flugzeugträger landen muss. So, okay, probieren wir noch mal Mission 2 und dann gucken wir mal. Ja, ja. Also wir haben das Airfield nicht destroyed, aber wie soll man das denn hinkriegen? Aber vielleicht auch das kann die Anleitung irgendwie regeln, ich weiß es nicht. Ja, ja, komm. Mhm. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Aber es ist... Richtig schlecht ist es, glaube ich, nicht, wenn man sich darauf einlässt und auf diese Art von Spiel Bock hat. Aber es ist einfach sau schwer. Und wie gesagt, dieses Trefferfeedback. Wann treffen mich jetzt die Gegner? Okay, wenn ich die treffe, das sieht man, ne? Aber diese Landeminispielchen, die haben sie irgendwie unnötig schwer gemacht. Ich weiß gar nicht, wieso, ehrlich gesagt. So. Vor allem, weil man ja wie so ein Stein da sinkt, ne? Ist ja auch nicht normal, würde ich sagen. Wenn ich jetzt ein erfahrener Kampfhubschrauber-Pilot bin, dann sollte das jetzt nicht so pupp gehen. Meine Meinung. Aber hey. Meine Hubschrauber-Computerspielerfahrung beziehen sich auf Comanche auf meinen 386er. Das war damals ein geiles Spiel mit der Voxel-Grafik. Mua, herrlich. Habe ich eine gute Erinnerung, aber wahrscheinlich heute kann man das gar nicht mehr sich anschauen. Wobei, ich glaube, THQ Nordic macht eine Neuauflage von, wenn ich das richtig im Kopf habe. So, wollen wir mal gucken, ob wir hier nochmal das Critical Damage wieder scheiße. So, Flugfeld. Jawohl! Ich weiß nicht warum, aber ich habe es diesmal zerstört. Vielleicht schaffen wir die Mission. Komm, 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 nicht abschießen lassen. Schön aus der Karte raus. Jawohl! Siehst du, so schlimm ist es doch gar nicht. Also wie gesagt, es ist, glaube ich, wenn man sich darauf einlässt, schaffbar. Lieber Joe, Knight Rider war zumindest gefühlt schlimmer. Es ist halt einfach nur unfair schwer. Aber das ist ja für so ein NES-Spiel ja nicht unbedingt unüblich, würde ich sagen. Also ich persönlich finde Knight Rider so aus meiner persönlichen Sicht auf jeden Fall ist das Spiel, nicht die Serie. Wie gesagt, da kann ich nichts zu sagen. Finde ich auf jeden Fall schlimmer. Wollen wir mal kurz in die dritte Mission gucken. Ich will das Video eigentlich gar nicht zu lang ziehen. Aber hey, dritte Mission. Gucken wir mal. Was ist das denn für ein Boden hier? Und ganz andere Jets. Immer sehen sie mal anders aus. So. Ich fange mal mit der Person da an. Oh, wie so ein roter Boden, ey. Was soll denn das darstellen? Komm. Soll ich plötzlich auf dem Mars unterwegs oder was? Also, wenn man sich ein bisschen drauf einlässt, dann ist es halt ein bisschen nervig, dieses Minispiel. Aber hey, aber spannend ist anders. Oder vielleicht kann man ja auch taktisch, wenn ich hier das Flugfeld quasi... tot. Aber relativ am Anfang zerstöre, vielleicht spawnen die Flugzeuge, dass man so ein bisschen Taktik hat. So, schieß mal alles drauf, was geht. Jawohl! Okay. Es kommt trotzdem irgendwie alle. Okay, ach so, diese Prisoners zu holen, das ist anscheinend reicht, dass... Oh, scheiße, jetzt bin ich hier wieder auf... Wisst ihr, wie man Speed aufnimmt? Mit Start! Wie kommt man denn darauf? Aber gut, wie gesagt, da hätte das Handbuch wahrscheinlich weiterhelfen können, aber mit Start wäre ich jetzt intuitiv nicht so drauf gekommen, ehrlich gesagt, aber... Ich würde sagen, es reicht denn auch so als Eindruck. Wie gesagt, gar nicht so hammer schlecht, aber halt sau schwer. Sau schwer und unfair schwer und einfach nicht responsiv einfach. Aber so, danke für den Wunsch. Wie gesagt, wenn ihr auch einen Wunsch habt, ab in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut!